ist ein Schachbrett und das ist aufgebaut wie eine echte Ritterburg. Herzlich willkommen, Faszination Schach, euer Kinderschachkanal. Heute wieder Grenke Chess Kids. Der Frederik ist zu Gast und wir machen wieder kleine Minispiele für euch, um ein bisschen die Wertigkeit der Figuren zu zeigen. Dann machen wir das nächste Spiel und das geht folgendermaßen. Jeder hat einen König und wir versuchen in die andere Ecke zu kommen. Du mit meinem König in die Ecke und ich mit meinem König in die andere Ecke. Okay? Mhm. Wer es zuerst schafft, hat gewonnen. Alles klar? Okay, legen wir los. Attacke. Ich gehe auf deinen Thron. Jetzt musst du aufpassen, dass ich nicht auf deinen Thron kann. Wie kannst du mich blocken? Überleg, wo musst du hin? Ja, dann laufe ich auf deinen Thron. Guck mal. Wie kann ich dich blocken? Ja, hier kannst du mich noch blocken. Ein Feld, nur ein Feld. Da? Ja, dann kann ich auch durchlaufen. Wo kann, nee, da laufe ich auch durch. Auf welches Feld kannst du, dass ich da nicht hin kann? Welches ist das richtige Feld, wo dein König hin kann, dass ich da nicht hin darf? Weil ich möchte ja dahin. Hm? Dann kann ich da hinlaufen. Überleg mal, wo kann der König noch hinlaufen? Da kann er nicht. Nee, da kann er nicht. Da kann er nicht. Wo kann er noch hin? Da kann er. Und ja, das ist gut. Weißt du warum? Jetzt kann der König nicht dahin. So, jetzt gehe ich hier hin. Und was musst du jetzt machen? Um mich rauszuhalten, dass ich nicht dahin kann, musst du auf welches Feld? Da ist ja nicht. König an König geht ja nicht. Das ist ja die Opposition, die haben wir schon gelernt. König an König darf nicht sein. Dann kann ich in die Ecke laufen. Du musst deinen Thron verteidigen, sonst kriege ich deinen Thron. Ja, bleib doch auf deinem Thron, genau. Und jetzt gehe ich hier hin. Und was machst du? Dahin? Ja, genau. Und jetzt? Du musst aufpassen, dass ich das nicht jetzt die ganze Zeit mache. Ja, dann ist es unentschieden, dann ist Remis. Vielleicht kann ich dich ja noch austricksen. Ich versuche noch einen Trick. Einen Trick habe ich noch. So, jetzt mach du erstmal einen Zug. Ich gehe noch. Ja, natürlich. Du musst deinen Thron bewahren. Du musst ihn verteidigen. So, ich gehe jetzt mal darum. Vielleicht schaffe ich dich ja da auszutricksen. Was machen wir? Wo kann der König hin? Ich wünschte, ich hätte da statt. Wir machen gleich noch eine Revanche. Ja, wo kann der König jetzt noch hin? Ja, dann mach das. So, und jetzt gehe ich hier runter. Jetzt musst du wieder aufpassen. Wo musst du hin? Ja, deinen Thron verteilen. Genau. Und jetzt ist unentschieden. Okay, das ist Remis. Wichtig ist, dass ihr euren, wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht rüber zu laufen, dass ihr euren eigenen Thron verteidigt. Das hast du jetzt sehr gut gemacht, hast du aufgepasst. Ja? Das nennt man Opposition, weil wenn die Könige sich so gegenüberstehen, dann geht es nicht weiter. Ja? Aber hier darf er nicht hier rüberlaufen, weil dann würde der König hier reinlaufen. Jetzt kann man nicht mehr zurück und dann hätte ich deinen Thron erobert. Okay? Alles klar. So, dann machen wir mal ein Damenspiel. Zeig mir mal, auf welche Felder die Dame überall gucken kann. Dahin. Ja, sehr gut. Dahin. Ja, sehr gut. Dahin. Ja. Dahin. Ja. Dahin. Ja, super. Dahin. Ja. Dahin. Ja, sehr gut. Dahin. Ja, hast du alle gezeigt. Super. Also auf insgesamt 27 Felder kann die Dame gucken, wenn die in der Mitte ist. Sehr stark. So, jetzt machen wir mal den Springer von der Ecke in die Ecke. Aha. Hoppel die Hoppel. Erster Zug. Zweiter Zug. Sehr gut. Dritter Zug. Sehr gut. Jetzt musst du aufpassen. Der direkte Weg geht nicht zum Ziel, ist wie im richtigen Leben. Manchmal muss man auch in Zug zurückgehen, um ans Ziel zu kommen. Wo muss der Springer jetzt herspringen? In drei Zügen kannst du hin. Hier wird es hin. Hier gibt es eine dicke, fette Mohrrübe für den Springer. Wohin kann der da hinkommen?
Wo kann der Springer herspringen? In 3 Zügen. Ja, wenn du da hinspringst, dann kommst du aber nicht in die Ecke. Das wäre jetzt der normale Zug, der schnellste, aber dann geht nicht. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Ja, dahin, sehr gut. Und dann, wie geht's weiter? Ja, machen wir weiter. So, wie kommst du jetzt in die Ecke in 2 Zügen? Zeig mal. Gibt noch eine andere Chance, wie der Springer springt. Ja, einmal hoch und in die Ecke. Zack. Ne? Also von hier aus kann man zack, zack, zack. Gibt es noch eine andere Route? Es gibt noch eine andere. Doch, gibt noch eine Route. Ich sehe sogar noch 3 andere Routen. Ja, sehr gut. Super. Und nach vorne. Attacke. Jawohl. Sehr gut. Also, Frederik hat schon 2 Routen gefunden. Zack, zack, zack. Die dritte. Zack, zack, zack. Die dritte hast du auch schon gefunden? Dann zeig mal die dritte. Nee, ich muss jetzt machen. Ah, die dritte muss jetzt machen. Ja, genau. Okay. Wo ist die dritte? Die ist schwierig. Ja, sehr gut. Und dann, wo ist das Sprungbrett für unseren Springer? Wo ist das Sprungbrett? Ja. Ja, und in die Ecke. Sehr gut. Das war die dritte Möglichkeit. Zack, zack, zack. Und jetzt die allerletzte, die vierte. Schaffst du die auch noch? Puh, die ist aber schon Großmeisterniveau. Also jetzt kann ich, glaube ich, erstmal einen Kaffee trinken gehen. Oh, direkt gefunden. Unglaublich. Und wo ist das Sprungbrett? In die Ecke wollen wir. Wo müssen wir jetzt erst hinspringen? Auf welches weiße Feld? Ja. Wo ist ein weißes Feld? Hier? Nein, also da stehen wir. Wo müssen wir hinspringen? Ja, dann kommst du nicht in die Ecke. Nachdenken, gucken, Frederik. Da wollen wir hin. Über welche Route gehen wir? Da gehen wir hin. Zack, und in die Ecke. Zack. So, also, jetzt zeigen wir nochmal alle 4 Möglichkeiten für alle. Das war die erste Route. Dann haben wir die zweite Route. Dann haben wir die dritte Route. Und die vierte Route. Macht das alles schön zu Hause nach. Guckt euch das an, dass ihr das auch hinkriegt. Wir haben schöne Aufgaben für euch. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine einzige Lektion. Faszinationsschach, euer Kinderschachkanal. Und die Kränke Kids sind wieder dabei. Bis bald.